herzlich willkommen bei Cogitamus. Mein Name ist Yannick und ich sitze hier wieder mit André. Hallo André. Hallo Yannick, willkommen zurück nach kurzer Pause. Wir sind direkt in Folge 2 in der Reihe Existenz und Sprache. Folge 2 heute unserer Doppelfolge zur Identität. Was haben wir denn gerade besprochen? Hol nochmal kurz unsere Zuhörerinnen ab. Wir haben euch die Theorie von Herbert Mead vorgestellt zur Identitätsentwicklung, was sozusagen eine Identität ist, zur Teilung des Selbst in I und Me. Das Me, ganz grob, ganz plakativ, das generalisierte Man, was man nicht macht, sind so Sätze, wie sehen mich die anderen, ist in mir selbst quasi generalisiert gespeichert und das I, das ursprüngliche Ich, meine Gefühle, meine Spontanität, meine Kreativität, mein ganzer Körper. Und die beiden bilden die Identität, das ist die Teilung meiner selbst. Und dann habe ich euch noch vorgestellt, die Persönlichkeitstheorie von Rogers, Auszüge davon, wo ich versucht habe, nochmal so ein bisschen klarer zu machen. Zwischen diesem I und Me ist diese Dialektik, die ich ja auch schon oft angesprochen hatte, Autonomie versus Beziehungsangewiesenheit, das steht manchmal im Widerspruch. Da kann es sozusagen zu Inkongruenz kommen, psychologisch betrachtet, weshalb ich auch meine Identität eventuell gar nicht mehr updaten kann, ein bisschen festgefahren bin, weil ich da wirklich im Konflikt bin mit mir selbst und dann kann ich das nicht mehr so aktualisieren. Meine Erfahrungen müssen abgewehrt werden, die ich gerade mache, die ich vielleicht schön finde, die aber nicht in meine Identität sozusagen integriert werden können, weil das so zu stark im Widerspruch ist. Kann bis hin zu psychischen Krankheiten sein und aber auch Identitätskrisen auslösen, wenn dann mein Ei eben gewinnt und sagt, nein, bitte, meine Identität quasi muss jetzt irgendwie anders werden. Also passt jetzt gar nicht mehr. Ne? So hatten wir gesprochen und herausgearbeitet in dieser Entwicklungsphase, wie wichtig die Sprache dabei ist. Genau, Sprache werden wir dann auch in der nächsten Folge nochmal behandeln. Die Sprechakttheorie, die haben wir euch auch schon mal kurz geteasert, dass man mit Sprache eben nicht nur Behauptungen aufstellen kann oder Wahrheitswerte überprüfen kann, sondern dass man mit Sprache auch direkt handelt, performativ. Da kommen wir dann nächstes Mal zur Sprechakttheorie. Aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen tiefer philosophisch auch eintauchen in die Erinnerungen. Weil dieses Selbstbild und das Fremdbild, so würde ich es jetzt mal nennen, zwischen dem I und dem Me, das, was da entsteht, einerseits in mir selber und einerseits in der Rückkopplung zu dem anderen und vor allem auch dieses gesellschaftliche, generalisierte Mann, das da entsteht, das muss sich ja auch dadurch entwickeln, dass ich mich immer wieder daran erinnern kann. Gerade auch an diese Reflexionsschleifen, die dann entstehen in der Interaktion mit dem anderen, aber auch meine eigene Identität. Ich weiß, dass ich heute die gleiche Person bin, weil ich weiß, wie ich heiße und weil ich mich daran erinnern kann, was in den letzten Jahren passiert ist. Vielleicht nicht an jeden Tag, vielleicht auch nicht an das Abendessen von vor 3 Monaten, aber vor allem im Langzeitgedächtnis an die wichtigen Dinge, wie eben Namen, wie Aussehen, diese ganzen Aspekte, die wir auch in der ersten Folge vorhin anhand dieses Beispiels, anhand der Anekdote meines Kumpels Manu besprochen hatten, der sich im Bad abrasiert hat und die Tochter ihn dann fragt, woher weiß ich jetzt, ob du noch mein Papa bist? Sie wirft ihm genau diese philosophische Frage auf, woher weiß ich, ob eine Person immer noch die gleiche ist? Welche Kriterien kann man denn da aufmachen? Und da hatte ich auch schon erzählt, ja, man kann es natürlich einerseits an dem äußeren Test machen, an dem empirischen und aber natürlich auch an dem inneren. Und das spiegelt auch so ein bisschen dieses Selbst- und das Fremdbild wider, finde ich, weil das Innere ist eigentlich fast immer das I. Andererseits ist das I auch immer in der Interaktion mit dem Me und auch mit der Außenwelt. Aber die Außenwelt sieht vor allem größtenteils mich, vor allem wenn sie mich nicht kennt und wenn sie nicht interagiert mit mir, zum Beispiel fremde Zeugen bei einem Straßenkampf oder sowas, wenn mich da eine fremde Person sieht, dann sieht sie ja nur mein Äußeres. Und dein Verhalten. Also wie du dich quasi verhältst. Ja, das stimmt, genau. Also sie sieht mein Äußeres, genau, und sie sieht mein Verhalten und sie leitet dann daraus irgendwelche Eigenschaften ab. Aber sie kennt mich nicht wirklich. Sie kennt auf keinen Fall mein Ei. Das geht gar nicht. So, und deshalb sind Erinnerungen so wichtig. Die erste Unterscheidung, wir kommen gleich zu John Locke und zu seinen Gedanken, das fand ich nochmal ganz spannend, ist so ein bisschen der Unterschied zwischen numerischer und qualitativer Identität. Also numerische Identität, da gibt es das Beispiel Laptops. Es gibt 2 Laptops, die sind von der gleichen Marke, da ist der gleiche Inhalt drin, es sind die gleichen Grafikkarten und sowas, aber es sind trotzdem 2 Laptops.
Also die sind numerisch identisch, aber qualitativ nicht. So, aber beim Beispiel des Menschen, die sind ja eigentlich auch komplett baugleich. Aber eben jeder Mensch, wie wir auch schon festgestellt haben, ist vollkommen einzigartig, ist vollkommen individualistisch, eine eigene Person. Und die sind dann eben qualitativ identisch. Ja, monomerisches quasi, das wäre das Kriterium auch der Tochter von Manu. Die hätte nur ein Kriterium. Die Grafikkarte ist identisch, der Bart ist das Kriterium, das einzige, und sagt dann numerisch unterschiedlich. Numerisch unterschiedlich im Vergleich zu gestern, Bart dran, Bart nicht mehr dran, genau, aber qualitativ identitär, damit würde sie dann eben festlegen, hey, ja, es ist noch mein Papa, weil der ähnliche qualitative Eigenschaften hat wie gestern. Genau, Genau. das ist genau andersrum. Es gibt quasi zwei numerische unterschiedliche Identitäten, aber eine qualitative. Das ist, wenn der Mensch sein Äußerliches verändert. Das ist genau beim Menschen eben relevant. Und jetzt kommen wir zu John Lockes Theorie der Kontinuität des Bewusstseins. Ganz kurz zur Einordnung. John Locke, 1632 bis 1704, war ein englischer Arzt, englischer Aufklärer und Philosoph im 17. Jahrhundert. Momentan sprechen wir in den Spezialfolgen auch über das 17. Jahrhundert. René Descartes lebte da oder auch Baruch de Spinoza, werdet ihr alles in den nächsten Wochen noch erfahren. Und ganz wichtig, John Locke war eigentlich der Vater des Liberalismus. Die politische Theorie kennt ihr alle, maximale Freiheit des Individuums in der gesellschaftlichen Ordnung und vor allem auch ein wichtiger Vertreter des Empirismus, also alle Erkenntnis wird über die Erfahrung, wird über die sinnliche Wahrnehmung erlangt. Aber hier soll es heute nicht über diese klassischen John Locke-Themen gehen, sondern sich um die identitätsstiftenden Theorien handeln. Und er hat ein Buch geschrieben, An Essay Concerning Human Understanding. Ist ein Buch, wo er eben so ein bisschen menschliche Gedanken festschreibt und vor allem auch Wissen. Und das erschien 1689. Da schrieb er zum Beispiel auch ganz bekannt diese Theorie der Tabula Rasa. Also, dass ein Mensch erst als unbeschriebenes Blatt, als weißes Blatt, als Tabula Rasa auf die Welt kommt. Er geht eben komplett davon aus, es gibt gar keine angeborenen Ideen, es gibt auch nichts, was wir schon a priori wissen, sondern er sagt dann, wir kommen als weißes Blatt auf die Welt und dann kommen die Erfahrungen und die Sinneswahrnehmungen wie Farbtupfer auf dieses weiße Blatt und dadurch entstehen wir überhaupt erst, dadurch entsteht überhaupt erst alle Erkenntnis und dadurch entsteht dann auch die Identität. Also wenn wir quasi die Identität, das sind wir, nennen, passt das ja auch zu den anderen Theorien. Passt total, weil eben genau diese Interaktion mit der Außenwelt ja auch bei Mead und Rogers eben immer betont wird und das dann hier auch bei John Locke wiederkommt. Es hat natürlich dann andere, man muss dann nochmal zwischen Identität und Mensch unterscheiden, in der Ethik, nicht, dass wir jetzt hier denken, ein Baby ist quasi niemand. Es ist nur keine Identität, Er ein ist keine Mensch. Person. Wir kommen Keine darauf gleich Person, auch genau. nochmal zurück. Das hatten wir ja auch schon bei Peter Singer und beim Utilitarismus, diese philosophische Unterscheidung zwischen Person als autonomes, bewusstes, ich sag mal in Anführungszeichen, erwachsenes Wesen und eben Mensch ist die biologische Gattung Mensch. Das sind Genau. quasi alle Menschen. Auch Babys sind Menschen, aber Babys sind keine Personen, weil Babys noch nicht zu rationaler, reflektierter Entscheidung in der Lage sind. Genau, also da noch mal der Hinweis, ja. Genau, ja, absolut richtig. John Locke fängt dann ganz, ganz einfach wieder an bei der Identität materieller Körper. Zitat John Locke. Sieht man ein Ding zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, so ist man sicher, dass es dasselbe Ding ist und kein anderes, was zu diesem Zeitpunkt an einem anderen Orte besteht. Also diese ganz, ganz einfache Tatsache, die wir auch aus der Physik kennen, das Prinzip der Individuierung. Zwei Dinge können nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Daraus leitet er dann das Kriterium ab. Ein materieller Körper, sei es, weiß ich nicht, hier der Blumentopf, der neben mir steht, das ist der gleiche Blumentopf, weil er ist der einzige Blumentopf, der jetzt zu dieser Zeit an diesem Ort steht. Es können nicht zwei Dinge zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Deswegen ist dieser Blumentopf, auch wenn ich mal kurz weggucke, immer noch der gleiche Blumentopf. Aber zu einer anderen Zeit könnte er getauscht sein. Das stimmt. Wenn mein Ja. Blick lang genug weg ist, dann könnte ihn jemand tauschen. Genau, das stimmt ja. Aber erst zumindest jetzt, solange ich vor allem auch hinschaue, ist er auf jeden Fall identisch mit dem gleichen Blumentopf. So vielleicht, ne? Also obwohl die Zeit fortschreitet, dann kann Genau. man es gewiss Vor sein. allem auch anders als bei dem Beispiel von Manu,
Denn bei dem Blumentopf, selbst wenn ich jetzt da ein Blatt abschneide, selbst wenn sich seine Äußerlichkeit ändert, weiß ich noch, es ist der gleiche Blumentopf, weil nur er steht auf diesem Platz zu dieser gleichen Zeit und ich schaue ihn mir an. Selbst wenn sich das Äußere ändert, haben wir ein Kriterium gefunden, warum er trotzdem noch der gleiche ist. Genau, und so würde das die Tochter, glaube ich, auch verstehen. Wenn sie beim Bartabschneiden dabei ist, dann braucht sie diese Fragen nicht stellen, weil dann hat sie dieses Kriterium. Guter Punkt. Vielleicht würde sie dann nicht so überrascht sein, weil sie Ja. diesen Prozess der äußerlichen Änderungen mitkriegen würde. Beziehungsweise Genau. die Frage, sie hat die Sicherheit, dass es der gleiche Papa ist halt. Ja, zumindest hat sie die empirische Sicherheit. Ja, genau. Ob empirische Sicherheit, da bin ich ganz bei Descartes, ob das das Allheilmittel ist, bleibt auch immer fraglich und vor allem skeptisch. So, John Locke geht dann weiter. Also jetzt haben wir erstmal den ganz einfachen Fall des Blumentopfes. Jetzt geht er dann weiter, Identität von Organismen. Und hier kommt dann eben auch wieder das zum Tragen, was ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe. Also dieser Substanzbegriff. Substanzbegriff ist ganz, ganz schwierig, möchte ich jetzt gar nicht dezidiert drauf eingehen. Aber Beispiel, stellt euch weiterhin vor, ich gucke mir diesen Blumentopf an mit der Pflanze da drinne und dann schneide ich nach und nach dieser Pflanze alle Blätter ab. Ja, und dann schneide ich ihm auch noch seinen Stiel ab. Und dann kommt morgen noch meine Freundin und die schneidet auch den Stamm so ein bisschen raus. Und dann bleibt am Ende nur noch so ein ganz, ganz kleiner Stumpf irgendwie übrig. So eine Art Baumstamm. Ja, so ein Baumstumpf. Und dann ist die Frage, dann wurde jetzt alles abgetragen. Das Ding ist weiterhin an dem gleichen Ort oder eben die Pflanze, jetzt explizit die Pflanze, ein Organismus, bleibt weiterhin an dem gleichen Ort. Also ich würde eigentlich sagen, nach dem bisherigen Kriterium ist das die gleiche Pflanze, aber mittlerweile ist gar nicht mehr so viel übrig von der Pflanze. Mittlerweile ist es nur noch so ein kleiner Baumstumpf. Und da stellt sich dann die Frage, woher weiß ich dann trotzdem noch, ob es noch das gleiche ist? Also jetzt hat sich diese äußere Änderung so massiv, ja, vorangeschritten, die hat sich so massiv weitergezogen, dass fast gar nichts mehr von dem Urstoff da ist. Und das dann auch wieder ganz wichtig in der Philosophie, wo ziehe ich denn die Grenze ab? Wann würde ich denn dann noch sagen, es ist die gleiche Pflanze? Also wenn ich jetzt nur zwei, drei Blätter abschneide, dann würde ich schon noch sagen, hey, von diesen, weiß nicht, 300 Blättern sind jetzt nur drei weg, würde ich schon noch davon sprechen. Wenn aber alle Blätter weg sind und der Stumpf und alle Äste, was ist dann? Würde ich dann auch noch von dem gleichen Organismus sprechen? Was glaubst du denn, wie John Locke darauf antwortet? Wo würde er denn da das Kriterium sehen? Wann würde er dann noch von der gleichen Pflanze sprechen? Das ist schwierig, ja. Das ist schwierig, weil im Extremfall, wenn du es extrem nimmst, lässt du ein Atom da. Kommt drauf an Und und John Locke sagt dann, ob die Pflanze noch am Leben ist. Also, ah, okay, ja. wenn noch ein Atom übrig bliebe, würde die Pflanze wahrscheinlich nicht mehr leben können. Und das ist dann sein Kriterium für die Identität von Organismen, dass sie noch am Leben bleiben. Also es bleibt die gleiche Pflanze, Kriterium gleicher Ort, gleicher Zeitpunkt. Ich gucke sie mir die ganze Zeit an und dann schneide ich nach und nach alles weg. Und dann, wenn sie stirbt, dann sagt John Locke, dann ist es nicht mehr die gleiche Pflanze. Also diese Vitalität ist da bei ihm ganz, ganz wichtig. Also Passt ja auch quasi. zu dem Platon-Zitat, das du eingangs der ersten Folge gebracht hast, ne? Genau Und, deshalb hatte ich das auch gebracht, ja, weil ich das nämlich auch ganz schön fand. Auch wir Menschen verlieren ja nach und nach alle unsere stofflichen Organismen, weniger Haare, graue Haare und letztlich dann auch das ganze Leben. Und John Locke sagt, das ist dann das Kriterium, also wenn die Pflanze noch Wasser ziehen würde. Ich zitiere kurz, mithin ist das eine Pflanze, was eine solche Organisation der Teile in einem zusammenhängenden Körper hat, welche an dem gemeinsamen Leben teilnimmt und sie bleibt eine, solange sie an demselben Leben teilnimmt. Also wenn all die Teile noch in einem organischen Verhältnis zueinander stehen und noch einen zusammenhängenden Körper bilden und dieser noch am Leben bleibt, dann ist es der gleiche Organismus. Ah, da ist aber ein bisschen eine Grenze drin, weil es am gleichen Leben teilnehmen. Wenn man nicht mehr am gleichen Leben teilnehmen kann, könnte man quasi sagen, ich bin jetzt eine neue Identität, oder? Aber das meint er quasi naturell, weltlich Ja, gesehen, ne? die Frage ist Ja. dann, wie willst du zwei verschiedene Leben im gleichen Organismus? Also wenn du quasi die Pflanze tötest und sie dann wiederbelebst, falls es sowas geben würde? Dann wär's doch die gleiche Identität. Genau dazu kommen wir Weil ja es am jetzt dann gleichen, nämlich ja. gleich.
Was ist, wenn man Ja. zwischendurch nicht mehr das gleiche Leben hat oder zumindest eine andere Art? Genau. Aber das ist der spannende Punkt, ja. Wenn man etwas wiederbeleben könnte, wäre es dann immer noch die gleiche Pflanze wie vorher oder wäre es eine neue Pflanze? Wäre sie quasi neu geboren? Gute Frage. Wenn wir dann bei John Locke weiterschauen, erst Identität materieller Körper, dann Identität der Organismen, Identität von Menschen. So, und das erste Kriterium mit den kontinuierlichen Vitalfunktionen ist halt relativ einleuchtend. Und das würden wir wahrscheinlich bei einem Menschen auch sagen. Also nach dem Tod einer Person würden wir dann ja auch, wenn man der Vergangenheitsform sprechen, dann würden wir ja nicht mehr gegenwärtig sagen, ja, das ist Herr oder Frau XY. Sondern da würden wir dann sagen, das war der. Also da ist die Identität quasi abgeschlossen. Also diese Vitalfunktionen, die Lebendigkeit des Menschen ist, glaube ich, erstmal die wichtigste biologische Grundfunktion, das Grundkriterium, damit man überhaupt einen Menschen identitätsstiftend festlegen kann. Denn sonst bei einem toten Menschen gibt es keine wirkliche Identität mehr. Klar, vielleicht hat er noch einen Ausweis in der Tasche, aber das kann dann eben auch natürlich in vier Gedankenexperimenten alles widerlegt werden. Also irgendwie muss der Mensch am Leben bleiben. Und John Locke spricht dann von der Dieselbigkeit, also lasst euch nicht verwirren. Er lebte halt im 17. Jahrhundert. Ich weiß nicht, wer das übersetzt hat. Wahrscheinlich auch jemand aus dem 17. Jahrhundert. Aber wenn er jetzt in den Zitaten von Dieselbigkeit spricht, dann meint er halt Identität. Dies zeigt, worin die Dieselbigkeit des Menschen besteht. Nämlich in der bloßen Teilnahme an demselben fortgesetzten Leben, wobei die Stoffteilchen immer fließend und mit demselben organisierten Körper lebendig verbunden sind. Also hier spricht er dann schon eben auch von dem fortgesetzten Leben. Das hatten wir ja gerade kurz angesprochen, dass das Leben nicht unterbrochen werden kann und dann jemand wiederbelebt wird. Dann wäre es wahrscheinlich nach John Locke nicht die gleiche Person, nicht die gleiche Identität. Deswegen ist diese Kontinuität ganz, ganz wichtig, dieser Zeitstrahl. So. Zweites Kriterium, denn diese Kontinuität wird ja manchmal unterbrochen, wenn wir schlafen. Deswegen kann dieser Zeitstrahl nicht zu jedem Zeitpunkt funktionieren, denn manchmal schlafen wir ja. Dann ist es zwar noch das gleiche Leben nach den Vitalfunktionen, aber nicht mehr nach dem Bewusstsein. Und jetzt kommt John Locke dann nämlich zu seinem zweiten Punkt. Er definiert das Bewusstsein als wesentliches Element der Personen. Deswegen hattest du vorhin auch schon richtigerweise gefragt, dass man da unterscheiden muss zwischen Person und Menschen. Also wir sprechen jetzt von Bewusstsein als wesentliches Element der Personen. Der Mensch, die Person denkt, sie nimmt wahr, sie weiß Dinge und dafür benötigt er eben Bewusstsein. Und damit wir von der Identität eines Menschen sprechen, muss auch dieses Bewusstsein kontinuierlich sein. Das ist das zweite Kriterium, die Kontinuität des Bewusstseins. Nun können wir uns eben denken, was ist denn, wenn wir schlafen? Was ist, wenn wir betrunken sind und wir uns nicht mehr daran erinnern können? Was ist denn dann? Dann haben wir zu dieser Zeit haben wir nicht das gleiche Bewusstsein, wie wenn wir wach sind. Wenn ich schlafen gehe, dann nehme ich deutlich weniger wahr, dann weiß ich deutlich weniger, dann denke ich natürlich auch komplett anders, dann spreche ich vermutlich auch deutlich weniger, hoffe ich zumindest für meine Frau. Und ich zitiere John Locke. Da das Selbstbewusstsein das Denken immer begleitet und macht, dass jeder das ist, was man sein Selbst nennt und wodurch man sich von anderen denkenden Dingen unterscheidet, so besteht die Dieselbigkeit der Person nur hierin. Und soweit dieses Selbstbewusstsein sich rückwärts auf vergangene Handlungen oder Gedanken ausdehnen kann, soweit reicht die Dieselbigkeit der Person. Sie ist dieselbe jetzt wie damals, dasselbe Selbst, welches jetzt sich dessen bewusst ist, hat die Handlung verrichtet. Also wenn das Selbstbewusstsein auch nach dem Schlaf das gleiche ist wie vorher, dann spricht man von der gleichen Person. Also auch wenn man es quasi rückwärts festigen kann, wenn man es rückwärts fixieren kann. Und Oder da. halt, wenn man sich erinnern kann, das ist quasi der andere Begriff, wenn man Genau. sich erinnern kann, dass man diese Person war oder was man das alles gemacht hat, was einen ausmacht, dann ist es ja noch da und dann Genau ist es das gleiche richtig. Selbstbewusstsein. Ja. Und John Locke antwortet genau darauf, nämlich mit Erinnerungsbrücken, damit diese Kontinuität dann eben auch funktioniert, wenn wir schlafen zum Beispiel. Wenn ich schlafen gehe, dann habe ich zwar nicht das gleiche Bewusstsein, aber die Kontinuität des Bewusstseins wird trotzdem über die Erinnerung aufrechterhalten.
Also wenn ich morgens aufwache, dann kann ich mich erinnern, dass ich am gestrigen Abend das gleiche Bewusstsein, das gleiche Selbstbewusstsein hatte, um damit das gleiche Selbst zu sein. Ist eigentlich ein bisschen ein Trick von ihm, um die Kontinuität zu retten, die er als Kriterium hat, um quasi das Schlafproblem zu lösen. Ja, total. Oder eben auch das Trunkenheitsproblem. Ja, genau. Das Schlafen ist ja nochmal so ein anderes Thema, weil beim Trunkenheit ist man ja immerhin nochmal wach. Das ist nochmal was anderes irgendwie. Ja, Ja. zumindest von den Vitalfunktionen her ist man wach, aber vielleicht nicht geistig. Und damit leite ich dann auch direkt so ein bisschen über. Das war jetzt ganz, ganz kurz diese Theorie, aber die ist sehr, sehr spannend, weil sie eben sehr viele Fragen schon mal aufwirft. Ja, damit möchte ich dann jetzt auch so ein bisschen in die Diskussion gehen. Also John Locke definiert diese Kontinuität des Bewusstseins, aber nicht die Kontinuität des Körpers. Deshalb kann also eine Person, und damit kommen wir dann jetzt eben auch schon zu Schwierigkeiten und zu Problemfällen dieser ganzen Identitätsphilosophie und der ganzen Kriterien. Wir Philosophinnen sind immer auf der Suche nach gültigen Kriterien für irgendwie ein Problem. Und ihr werdet sehen, dass es auch hierauf wieder keine vollumfängliche gute Lösung gibt, so wie auch eigentlich bei keinem philosophischen Problem. Das ist ein bisschen deprimierend. Aber zum Beispiel dadurch, dass es nicht die Kontinuität des Körpers gibt, kann bei John Locke eine Person am nächsten Morgen im Körper einer anderen Person aufwachen und wäre die gleiche Person. Also ich könnte morgen früh in deinem Körper aufwachen, hätte Kontinuität des Bewusstseins, kann mich erinnern, dass wir heute Abend Podcast gemacht haben, dann wäre ich nach John Locke die gleiche Person wie gestern Abend, bin aber in deinem Körper. Aber nach der Theorie von Mead wäre das und Rogers quasi in Verbindung, wäre das auch so, wenn du das aktualisieren kannst. Also wenn die Gesellschaft das erkennt. Also wenn die Ah, quasi okay. sagt, ah, hi Yannick in Andres Körper, dann kann dein Me quasi, ist ja dein Me, generalisiert der andere, ist das Fremdbild, passt jetzt wieder mit deinem I zusammen und du sagst, ja, okay, ich habe jetzt halt einen anderen Körper. Das sehen die anderen ja aber auch so. Und dann aktualisierst du quasi deine Identität. Im Hinblick deines Körpers. Die anderen sagen dann, okay, jetzt hast du einen athletischeren Körper, schön. Und dann sagst du, ich bin jetzt athletischer. Weil dann hast du quasi deine Identität integriert, dass du jetzt ein bisschen athletischer bist. Ja? Ah, okay. Ja, das ist Also durch diese natürlich ganz Aktualisierung clever. funktioniert das. Genau. Deswegen Das brauchst du ja ist dieses ganz clever. Zwiegespräch. Und Aber dann deswegen. wäre es ja wirklich so, dass ich die Leute in meiner Umgebung überzeugen müsste. Da müsste ich sie erstmal überzeugen. Auch davon gibt es ja ganz viele alberne Filme, Ja. dass ich dann die anderen überzeugen muss, dass ich in dem fremden Körper stecke. Ja, würde sagen, das ist eigentlich nach der Theorie andersrum. Du hast nur dann keine Identitätskrise, wenn die anderen sich überzeugen lassen. Sonst hast du eine Identitätskrise, weil dein Organismus sagt, ich bin ja gar nicht, ich habe doch einen anderen Körper, ich bin doch eigentlich gar nicht so athletisch. Und die anderen sagen, ich bin so athletisch und dann passt das nicht zusammen. Ist auf jeden Fall ganz spannend, so sich dann diese kleinen Gedankenexperimente vorzunehmen. Andersrum wäre es dann bei John Locke so ähnlich wie bei Peter Singer. Wir hatten schon diesen Unterschied zwischen Mensch und Person erläutert. Bei Demenzkranken zum Beispiel, da wäre Person ja auch immer noch der gleiche Mensch, vor allem auch äußerlich. Also jemand wird demenzkrank eben in hohem Alter. Und ist äußerlich, natürlich sieht dann ein bisschen älter aus, aber ist rein äußerlich immer noch die gleiche Person, zum Beispiel mein Papa. Der würde dann immer noch gleich aussehen. Aber er wäre nach John Locke nicht mehr die gleiche Person, weil wenn er demenzkrank ist, kann er sich nicht mehr erinnern. Er kann sich nicht mehr an sein Bewusstsein erinnern und dadurch wäre quasi diese Kontinuität des Bewusstseins aufgehoben. Es wäre so, als wenn mein Papa tot wäre. So wäre es dann nach John Locke und auch nach Peter Singer und das sind ja immer dann auch diese ethisch und moralisch schwierigen Dilemmata, die man dann da berücksichtigen muss. Ja, wobei, als Person, so wie er war, ist er sozusagen, sagen ja viele auch, dass er jetzt anders ist. So war, er war schon anders. Also es gibt ja auch, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Jemand kriegt einen Hirnschlag und wird plötzlich aggressiv oder cholerisch. Da gibt es ja auch so Fälle, wo das quasi nicht mehr funktioniert. Und dann sagt man ja auch, das ist jetzt eine andere Person. Also der ist jetzt anders. Und der war aber mal anders. Ja. Hörst du schon, der war mal anders. Wir Und ich sprechen finde, auch da das in ist der Vergangenheitsform. bei der Demenzkranken ist das ja auch ab einem gewissen Standpunkt so, dass man das für sich so integriert, dass das zwar noch der gleiche Mensch ist quasi, aber so wie er mal war und in seiner vollen Lebensblüte als Identität ist er dann schon weg. Da würde ich dir Und vollkommen zustimmen, aber das ist wenn eine neue ich das, Identität, die demenzkranke Identität eben, er lebt ja nun ja, mal noch. aber
ganz ehrlich, wenn du das einer Angehörigen dann erzählst und ihr das versucht so zu erklären, ich glaube, es ist intuitiv viel, viel schwerer zu verkraften, dass man dann sagt, nein, diese Person hat jetzt eine andere Identität, das ist nicht mehr mein Papa. Das ist einfach intuitiv schwer zu verkaufen. Ich weiß, was du meinst. Es ist nicht mehr Das die ist gleiche quasi da. Identität. Darum geht's ja. Ja, Und das das ist ist das, hart. das. Ja, das wäre jetzt quasi nochmal dieses Updaten. Eventuell, dass du das in dir selber gar nicht updatest, dass dein Papa jetzt anders ist. Das willst du halt nicht, weil du da jetzt in dir selber inkongruent bist. Du willst nicht, dass dein Papa sozusagen. Dann datest du das nicht mehr ab. Das lässt du einfach nicht Genau. so einfach los. Aber dieses Inkongruenz, diesen Schmerz. Also deine Erfahrung ist ja, er ist demenzkrank, er ist nicht mehr der gleiche, er haut dich vielleicht sogar, weil er dich gar nicht mehr erkennt. Und deine Identität ist, mein Papa ist der Größte. Ja, meine So. Identität. Aber hier Aber das geht es ist in ja deiner Idee, um das ist John ja, Locks ja, Identitätskriterium. Und genau, aber danach ist es nicht mehr die das gleiche ist der Person. Angehörige, der Ange, genau, aber der Angehörige in sich selbst hat den Papa quasi noch anders, der größte Papa. Und ist jetzt quasi da im Schmerz und aktualisiert das nicht in sich, dass sein Papa jetzt eben anders ist. Und deswegen sagt er dir, ja, das ist ja aber nochmal Papa. Letztendlich ist die psychologische Lösung des Problems, dass er das anerkennt und das wieder in Balance bringt. Und das wird wahrscheinlich nur damit laufen, dass er anerkennt, dass sein Papa jetzt eine andere Identität ist. Das wird wahrscheinlich die Auflösung des Schmerzes sein. Aber dann gibt es kein allgemeingültiges Identitätskriterium. Dann ist Doch, es für das von John jede Locke hätte ich Person jetzt gerade. anders. Nee, das hätte ich jetzt für John Locke gerade benutzt. Boah, Das habe ich ja gerade benutzt. Das habe ich ja ich finde gerade das benutzt, voll, sozusagen. Um zu ja. erklären, dass es stimmt, nur der Angehörige akzeptiert es nicht. Ja, aber ich finde das hart, das überhaupt zu akzeptieren. Genau, aber das, ja, weil damit, und wahrscheinlich passiert das natürlicherweise, wenn er dann letztendlich komplett gestorben ist, automatisch, weil dann löst sich das vielleicht erst auf. Ja, ich Und dann weiß, kann was man du das vielleicht meinst. rückwirkend quasi auch vielleicht rückwirkend nochmal durchverarbeiten und sagen, okay, ab dem gewissen Zeitpunkt war er anders. Ja, wenn wir Ja. dann über die Vergangenheit reden, ist Identität sowieso aufgehoben. Dann spielt das sowieso keine Rolle mehr. Worauf ich jetzt nur hinaus wollte, ist dann auch die Tatsache, du gehst ins Krankenhaus, siehst deinen demenzkranken Vater und denkst dir, der sieht ja noch genauso aus. Also das Körperliche hat sich nicht wirklich verändert, aber ihm wird die Identität abgesprochen. Und Wird ihm ja aber dadurch. rechtlich auch teilweise. Da kriegt er quasi Leute, die für ihn entscheiden. Das hat er ja vorher. Er kriegt ja andere Rechte. Er ist rechtlich auch. Also der Staat zum Beispiel sagt das ja auch. Das ist jetzt so. Ja. Findest du es überhaupt nicht problematisch? Findest du dieses Kriterium überhaupt nicht problematisch? Findest du das völlig in Ordnung, dass man Ja. rein philosophisch sagt, er ist keine Person mehr, dieses Nee, er ist Kriterium eine gilt andere nicht mehr? Person. Er ist eine andere Nee, Person. genau das ist John Locke. Er sagt dann, es ist keine Person mehr. Er hat diese Person, hat keine Identität. Die Identität ist aufgehoben. Es gibt ja keine Kontinuität des Körpers. Das zählt nicht. Dass er noch genauso gleich aussieht, das zählt nicht. Er Ah, ist das keine ist beim Person mehr. Demenzkranken aber nicht der Fall, weil der Demenzkranke eine gewisse Kontinuität vom Bewusstsein hat. Er hat noch nicht vollständige. Er kann Ja. sich ja, ein Demenzkranker kann sich auch noch an Sachen erinnern, nur nicht an ganz, ganz viele nicht, aber an andere Sachen. Also, es ist kein Schwamm. Das sagst du jetzt so willkürlich. Wo ziehst du, dann frage ich dich wieder, wo ziehst du denn die Grenze? Also bei welchem Grad von Langzeitamnesie ziehst du denn da die Grenze? Und hier geht es dann eben darum, ein allgemeingültiges Kriterium irgendwie zu finden. Und John Locke sagt eben, das ist dann keine Naja, wenn die Kontinuität des Kontinuität des Bewusstseins Bewusstseins mehr. nicht gegeben, aber die gibt's. Weil gerade Demenzkranke sich an Kindheitserfahrungen extrem erinnern können. Das heißt, an ihre kindliche Identität. Die werden auch kindlicher dadurch. Die werden quasi wieder eher wie ein Kind, weil sie an die Erfahrungen, die sind viel tiefer, viel fester sozusagen. Und dann ist es eine Riesenkontinuität. Nur an die neuerlichen Erfahrungen können sie sich nicht mehr erinnern. Deswegen können sie eventuell auch nicht mehr erinnern, dass sie eine Tochter hatten oder einen Sohn oder sowas. Und dann frage ich Genau. dich aber wieder, wo ziehst du dann die Grenze? Ab wie viel Grad noch erhaltener Kindheitserfahrung gilt er denn dann noch in deiner Theorie als Person? Na, solange er die Kontinuität hat und sich selbst als Person begreift, ist er eine Person, weil er sich selbst eine Identität hat. Er sagt ja dann, ich bin der und der und er hat ja dann die Identität. Oder ich habe mal das gespielt oder wir haben das früher so gemacht. Die erzählen ja Erfahrungen und die sind konsistent. Woher willst du wissen, dass das nicht Ich mehr hatte. ausgedacht ist? Woher willst du nicht wissen, dass er das nur geträumt hat am vergangenen Abend? Naja, das weißt du ja bei niemandem. Bei einer individuellen Erfahrung.
Naja, von dem einen, deswegen ist es ja eine Kontinuität. Wenn man das jeden Tag hat, also wenn man jeden Tag aufwacht, wieder neu aufwacht und sich an den letzten Abend erinnert, das ist genau das Beispiel, das ja Locke hier bringt. Das ist kontinuierlich. Das Genau, ist und in der Ordnung. Demenzkracht wacht jeden Tag auf, kann sich an den gestrigen Tag nicht erinnern, aber an den Tag Anno Domino X, wo er als Kind Fußball gespielt hat. Das ist nicht mehr kontinuierlich, weil es keinen Schlaf über 30 Jahre gibt. Ah, okay, jetzt verstehe ich, Das was du ist meinst. nicht Denn die Kontinuität ist in der durchbrochen. Alltagserfahrung. Genau. Ja, Und okay, diese das ist mit drin, ja. Kontinuität des Bewusstseins ist gebrochen und dann gibt Ja. es weder Kontinuität des Körpers noch des Bewusstseins. Und dann ist er eben nach Sherlock. Dann ist es Ich problematisch, betone ja. ja, es ist ja nicht meine Theorie. Ich versuche nur, die Problematiken aufzuzeigen dieser Jetzt habe ich Theorie von verstanden. Locke. Ja, dann ist der Demenzkranke quasi drin, der wäre dann keine Person, Ich weil er sie weiß auch, nicht hat. was du meinst. Ich weiß auch, was du meinst. Er kann sich ja noch erinnern und wahrscheinlich würden wir dann auch sagen, ja, er kann sich noch erinnern und wir hoffen, dass das stimmt, dass er sich das nicht ausgedacht hat. Und deshalb würden wir dann auch noch sagen, ja, er ist noch der gleiche Papa. Ja, ich hätte eben gesagt, man würde dann wahrscheinlich so sagen, das ist ein bisschen anderer, aber der gleiche Aktualisieren, Papa ja. aktualisieren eben. Genau. Die Identität von ihm wird aktualisiert. Eigentlich kann es ja sowieso keine Kontinuität geben, weil wir uns ja sowieso ständig auch verändern. Also auch unser Bewusstsein ändert sich ja. Aber halt nicht innerhalb von einer Nacht so stark. Das ist, glaube ich, das, worauf es dann hier ankommt. Also die Kontinuität und dass sich deine Identität muss da auch mitgehen mit deinem Bewusstsein. Und Ja. ich glaube, wenn deine Identität und dein Bewusstsein auseinanderfliegen würden, dann wird es nicht mehr funktionieren. Sowieso. Also wenn jemand dem Wahnsinn verfallen ist und sein Bewusstsein gestört wird, dann sprechen wir auch nicht mehr von der Kontinuität. Ja, genau. Dann wird's quasi auch aufgefächert. Also ich kann John Longs Argument schon verstehen. Aber in diesem Grenzfall des Menschkranken ist es dann problematisch, weil er dann sofort, sobald du quasi dich nicht an den nächsten Tag erinnern kannst, Genau, das wärst du aufbricht. keine Person. Was Genau. passiert denn, wenn du dich in großen Zügen erinnern kannst? Ist die Kontinuität ja schon gegeben. Also die Menschkranken können sich ja vielleicht schon an, die können sich halt nicht an alles erinnern, was gestern war, aber an Ja, Auszüge. das ist dann eben genau diese Problematik des Begriffes auch. Das ist genau das Problem, dass eben auch das reine Bewusstsein ja nicht das Kriterium sein kann. Und das ist dann auch im Endeffekt die Lösung dieser Folge, dass beide, ich sag mal, Identitätskriterien, einmal das Äußerliche, wie ich aussehe, und einmal das, woran ich mich erinnern kann, das I quasi, so wie ich spreche, so wie ich mich verhalte, so wie ich mich erinnere an mich selber, dass das auch nicht gelten kann, weil auch das kann eben gebrochen werden in eben Demenzkranken oder eben in dem Alkoholfall, den wir jetzt gleich sehen. Und das nur die Kombination aus beiden, meinst du, dass deshalb beide Kriterien brauchst? Die Schlussfolgerung wäre, es gibt kein einziges notwendiges Kriterium dafür. So meinst du. Also Genau. beide reichen nicht. So wie man bei fast jedem philosophischen Problem irgendwie zu der Lösung kommt, dass man irgendwie versucht, anhand von Sachverhalten irgendwie Kriterien zu finden oder irgendwie Festlegungen zu machen und dann aber relativ schnell darauf kommt, man kriegt immer neue Sachverhalte, die dann aber wiederum das Kriterium aufweichen und die dann da irgendwie zu Ja. Problemen führen. Jetzt nehmen wir mal den Alkoholfall, gehen wir mal kurz in den rein, dann kommen wir dann gleich zurück, ob es reicht oder nicht. Ja, genau. Ja. Also, folgender einfacher Sachverhalt hatten wir eben vornherein besprochen. Ich weiß nicht, ob es sich hier um eine wahre Begebenheit handelt. Also, Yannick ist total betrunken und er klaut dann eine Flasche Bier in einem Kiosk. So, die Überwachungskamera nimmt ihn auf. Er kann sich aber natürlich nicht mehr daran erinnern. Er war halt total betrunken. Wieder die John-Locke-Perspektive. Also vor und nach der Tat, vor und nach dem Rausch. Warst du dieselbe Person? Du kannst dich daran erinnern. So, genau, über diese Erinnerungsbrücken. Aber nach John Locke bist du während der Tat nicht die gleiche Person. Denn während der Tat bist du ja total betrunken und kannst dich dann während der Tat nicht daran erinnern, wer du bist. Angenommen, du bist wirklich total betrunken. Du kannst nicht mal mehr deinen Namen sagen. Und John Locke antwortet dann selber auf diesen Fall. Also nach John Locke, nach dieser Theorie, wärst du ja während der Tat nicht du selber und deshalb auch quasi nicht straffähig, nicht strafberechtigt. So ein John Locke sagt dann selber, doch während der Tat musst du auch die gleiche Person sein, weil man ja sonst immer ganz einfach Trunkenheit vortäuschen kann. Man könnte also immer so tun, als wäre man total betrunken, einfach irgendwas klauen und hinterher sagen, boah, ich konnte mich gar nicht erinnern, wer ich zu dem Zeitpunkt war. Ich war halt total betrunken und deshalb durfte ich das klauen und darf generell auch klauen, was ich will.
Also deshalb müssen auch diese Leute bestraft werden, sagt dann John Locke. Ich zitiere, die menschlichen Gesetze strafen beide nach einer Gerechtigkeit, die der menschlichen Art zu wissen entspricht. In diesen Fällen können sie nämlich nicht sicher unterscheiden, was wirklich und was Vorstellung ist. Deshalb gilt die Unwissenheit im trunkenen Zustand oder im Schlafe nicht als eine Entschuldigung. Das sagt John Locke. Also er weicht das dann auch wieder so ein bisschen auf hinsichtlich der Alltagserfahrung, dass man das dann vortäuschen könnte. Aber die Frage ist dann auch wieder, wie würden wir denn trotzdem feststellen, dass du das warst? Genau, und wie würde es unser Staat auch heute sehen, zum Genau. Beispiel? Das ist schon mal So. das Zweite. Der sieht es vielleicht auch noch anders wie John Locke. Also das vielleicht mal vorweggeschrückt. Es gibt Strafmilderung. Genau, jetzt Ja, das schauen gibt's. wir mal so ein bisschen, wie es in der Praxis und in dem juristischen Bereich dann funktioniert. Also ich hatte ja gerade schon die Überwachungskamera angesprochen. Und da kommen wir dann auch wieder zu dieser körperlichen Identität, also zu diesem Äußerlichen. Das muss also doch irgendwie von Bedeutung sein. Wir haben ja bei John Locke gerade gesehen, das spielt bei ihm gar keine Rolle. Da gibt es nur Kontinuität des Bewusstseins, Kontinuität des Körpers spielt bei ihm keine Rolle. Zum Beispiel, ich wache morgen in deinem Körper auf, bin trotzdem noch der gleiche André. Aber die Überwachungskamera hat dich in dem volltrunkenen Zustand, in dem du dich jeden Tag befindest, Janik, hat dich Gezeigt, ja. gezeigt, hat dich aufgenommen. Und jetzt ist die Frage, wie wird denn dann deine Identität festgestellt? Und da habe ich mal meinen Kumpel Patrick gefragt, den kennt ihr ja noch aus dem Interview zu den Preisalgorithmen. Und der meinte, die Identitätsfeststellung findet zu 95% anhand des Äußerlichen statt. Aufgrund dessen, dass auch andere Menschen ja, die dich nicht kennen, deine Identität irgendwie feststellen müssen, Richterinnen, Anwälte, Zeuginnen, müssen die sich irgendwie auf das Äußerliche verlassen. Also da ist gerade auch diese körperliche Identität und diese körperliche Kontinuität irgendwie super wichtig. Ja, und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran vielleicht, dass wir Menschen schon äußerlich sehr unterschiedlich auch aussehen. Und die Feststellung, also mit der Pflanze, ne, alles abschnippeln ist ja möglich und klonen vielleicht auch. Wir als Menschen können das aber nicht. Das ist ja mal die erste Erkenntnis, dass wenn jemand quasi so aussieht und man, sagen wir mal, jeder sieht wirklich unique aus. Also es gibt Kriterien wie biometrische Daten, die einzigartig sind, wie Fingerabdrücke, an denen kann ich es quasi eindeutig erkennen, jemanden eindeutig identifizieren und Genau, ich ja. kann das nicht kopieren. Und das hat diese wissenschaftliche Erkenntnis haben wir ja. Deswegen sind ja Fingerabdrücke quasi solche krassen Beweismittel, weil das eben eindeutige körperliche Ja. Identifikationsmerkmale sind, weil sie sich nicht so leicht, also ganz, ganz schwer kopieren lassen. Ja. Und deswegen glaube ich, sagt der Gesetzgeber dann, okay, die Pflanze ist nicht ausgetauscht, sondern der trunkene Yannick, der sieht heute so aus, sieht morgen immer noch so aus und da gibt es keinen zweiten, es sei denn, das kommen wir dann gleich ja nochmal, gibt es dann ein Zwillingsbruderproblem, aber sagen wir mal, ich habe keinen Zwillingsbruder, dann gibt es quasi keine Kopie. Wobei, Und wie ist denn das bei dem Zwillingsbruder? Gibt es da den gleichen Fingerabdruck? Nee. ich Der glaube, ist doch da gibt wirklich es dann unique. eindeutige Kriterien. Genau, ja, deswegen geht es Genau. darüber. Aber Kamera würde jetzt quasi ja nicht reichen. Aber Kamera würde nicht reichen. Genau. Und dann kommen wir dann nämlich Ja. zu dem Beispiel Zwillingsbruder. Das hatte Patrick mir dann nämlich auch mal erzählt. Da gab es dann wirklich einen Fall, dass zwei Brüder bei einem Fußballspiel waren. So, und dann gab es da Vorfälle mit der Polizei, wie auch immer, ist da irgendwas passiert. Und beide Zwillingsbrüder waren bei dem Spiel und ein Zwillingsbruder hat eben da dann eine Tat begangen. So, und dann wurde das dann eben auch gefilmt, dann gab es Zeuginnen und so weiter, bla bla bla. Und dann waren die vor Gericht und dann haben aber die Verteidigerinnen dafür plädiert, dass die Tat nicht eindeutig diesem einen Bruder nachgewiesen werden kann, weil der andere Bruder eben auch anwesend war. Also dieses Kriterium des Körpers, der körperlichen Kontinuität hat eben auch seine Probleme. Es gibt da eben auch seine Schwierigkeiten und deshalb kann das auch keine eindeutig notwendige Bedingung sein. Es sei denn eben, und das finde ich gar nicht schlecht, es gibt wirklich einen Fingerabdruck. Genau, ja, Wenn man dann das ist es dann, feststellen das war kann. jetzt in dem Spiel nicht der Fall, also in der Gerichtsverhandlung, Genau. und deswegen hat der Staat wahrscheinlich auch gesagt, okay, hast recht, kann ich nicht Genau. verurteilen. Ja, ich kann nicht Verurteilen eindeutig kann ich dich identifizieren. nicht, Ja. weil es hätte eben auch der Bruder sein können. Und niemand konnte Ja. hundertprozentig sagen, dass das Person X war und nicht Person Y, weil Person X und Person Y sehen komplett gleich aus. Hätte man auch in deinem Beispiel so machen können, wenn ich zum Beispiel ein riesengroßes Janni-Kostüm, ein sehr athletisches Janni-Kostüm angezogen hätte und
Ich hätte die Flasche Bier geklaut. Ist auch das Problem des äußerlichen Kriteriums. Dann wärst du verurteilt worden, weil du wurdest gefilmt, aber eigentlich war ich es. Ja, also eventuell passiert das, ja. Weil das dann indizienmäßig quasi hochwahrscheinlich ist. Ne? Es ist dann nicht Genau. alles immer 100% wasserdicht, ja. Also super spannend, was sich hier Aber ergibt. Alkohol finde ich noch spannender, weil ja jetzt der Gesetzgeber im Gegensatz zu John Locke sagt, ab einem gewissen Alkohollevel kriegst du Strafmilderung. Das gibt's also, ich glaube, ab 3% hast du, glaube ich, Promille. erzählt, oder? Promille, 3 Promille, genau, Genau. 3%, Also, drei Promille. puh, das wäre ganz schön viel Alkohol im Blut, ja. Also ab 2 Promille gibt es wohl schon so eine verminderte Schuldfähigkeit und ab 3 Promille gibt es dann tatsächlich absolute Schuldunfähigkeit. Da wird dann wirklich so getan, als ob du ab 3 Promille nicht mehr die gleiche Person bist. Wenn wir jetzt bei der Identität bleiben, da wird dann so getan, dass du nicht mehr die gleiche Person bist. Du kannst dich nicht mehr erinnern, dann wahrscheinlich, ob 3 Promille wird es langsam kritisch. Aber beim Mord wird das sogar nochmal ein bisschen angehoben auf 3,3 Promille. Das ist dann eben auch wieder diese Grenzziehung, ja. Im Juristischen muss man dann diese philosophisch offenen Grenzen einfach irgendwann ziehen, um einfach Festlegungen zu machen. Wir in der Philosophie müssen das zum Glück nicht machen. Wir können schön die ganze Zeit jonglieren mit Einzelfällen und gucken, welche Grenze eigentlich doch nicht passt. Weil, weiß ich nicht, wenn jemand dann mit 3,1 Promille einen Mord begeht, dann wird er halt gnadenlos verknackt. Aber ab 3,4, dann ist er nur unwesentlich mehr betrunken. Da ist er dann schuldunfähig. Ja, wobei, das ist wahrscheinlich ein Prozentsatz 2,3, da kannst du wahrscheinlich nichts mehr tun, oder? Deswegen ist er so hoch. Könnte ich mir vorstellen, dass er absichtlich so hoch ist, dass quasi eigentlich auch kein Mord mehr möglich ist. Aber es gibt eben, das kann einem ja komisch vorkommen, Schuldunfähigkeit bedeutet, ich kann jetzt für den Klau der Flasche nicht bestraft werden, aber dafür hat jetzt der Gesetzgeber eben vorgesorgt, das kommt einem ja komisch vor, indem er, das will ich noch erwähnen, einfach gesagt hat, na ja, aber wenn du in dem Moment, wo du dich betrinkst, ist dir ja klar, dass du dich betrinkst. Und Ja. wenn du, dadurch versetzt du dich in einen Zustand, wo du nicht mehr die gleiche Person bist. Und das heißt, wenn du in diesem Zustand eine Tat begehst, eine Straftat begehst, für die du nicht mehr verurteilt werden kannst, weil du schuldunfähig bist, dann kannst du dafür, dass du quasi dich in diesen Zustand versetzt hast, in dem du nicht mehr die gleiche Person bist, das ist dann strafbar. Also, du kannst dich besaufen, so viel du willst, solange du keine Straftaten begehst. Aber wenn du als nicht mehr, also du versetzt dich bewusst quasi in den Zustand unkontrollierbar, ich bin nicht mehr die gleiche Person, du kannst dich nicht mehr kontrollieren und du bist dann verantwortlich für die Taten, die da passieren, trotzdem. Ja, das ist ja, glaube ich, auch das, was John Locke meint. Ich muss dich trotzdem verantwortlich halten, sonst könnte ich mich ja immer besaufen, um eine Ja, genau. Bierflasche zu klauen quasi. Ja, Und genau. das geht nicht und da kannst du eben dann bis zu 5 Jahre auch kriegen. Zumal dann Ja. gerade wahrscheinlich mit diesem Vorparagraphen dann vor allem der Fall so ein bisschen abgeschwächt werden soll von Starktrinkern. Also bei Starktrinkern sind halt 3,3 Promille auch was anderes als für jemanden, der, weiß ich nicht, einmal pro Jahr Alkohol trinkt. Starktrinkern werden diese 3,3 Promille wahrscheinlich auch nicht so handlungsaussetzend sein. Der kann dann wahrscheinlich noch reden. Bei einer anderen Person wäre das wahrscheinlich nicht so. Und da muss man dann sagen, vielleicht hat sich der Starktrinker dann auch absichtlich so stark betrunken oder wahrscheinlich macht er das häufiger. Das wird dann ja auch in den Prozess wahrscheinlich noch so als Nebenfaktor mit integriert, damit man eben genau diese Fälle so ein bisschen abschwächt und da herausfiltert. Aber was jetzt quasi spannend ist, ist, dass unser Staat ja anerkennt, dass du nicht mehr gleiche Person bist und deshalb in dem Moment schuldunfähig bist. Genau, was dann wieder dazu führt, dass also die Kontinuität des Bewusstseins also anscheinend auch nicht das einzig notwendige Kriterium sein kann, weil es gibt eben irgendwie Momente und dazu zählt dann eben anscheinend Volltrunkenheit ab 3,3 Promille, in denen du wirklich nicht mehr die gleiche Person bist. Die Kontinuität des Bewusstseins ist wichtig, damit du die gleiche Person bleibst. Damit du hinterher die gleiche Person bist, aber nicht Genau. währenddessen. Das war ja genau das Währenddessen, Alkoholbeispiel. genau, ja. Währenddessen bist du schuldunfähig, weil du bist quasi nicht mehr die gleiche Identität, Ja, du bist nicht mehr Herr deiner Lage. weil dein Bewusstsein gebrochen ist, weil du Ah, nicht mehr darauf weißt, wer willst du du bist. hinaus, ja. Das Das ist heißt, die Erinnerung trotzdem. ist quasi wichtig, damit du wieder die gleiche Person wirst nach dem Rausch. Genau, aber währenddessen nicht. Genau, und deswegen ist die Kontinuität des Bewusstseins ein gutes Kriterium. Also der Staat erkennt die Kontinuität des Bewusstseins als Kriterium an,
aber auch das Körperliche eben zur Identifizierung, weil er sonst keine guten Möglichkeiten hat. Ja. Obwohl beides eben seine Schwierigkeiten hat. Natürlich sind das dann wieder so Spezialfälle wie mit dem Zwillingsbruder oder Demenzkrankheit. Das hat dann mehr, sage ich mal, moralische Schwierigkeiten. Aber beide Kriterien haben irgendwie ihre Schwächen. Aber natürlich muss das Recht hier irgendwie Grenzen festlegen, denn ansonsten könnten die Menschen ja machen, was sie wollen. Also ich finde das in diesen juristischen Fällen spannend, und was ich auch spannend finde, ist nochmal die Ethik, die jetzt ja dahinter steckt, die der Staat jetzt ja sagt. Also das begründet er, glaube ich, auch so, meine ich mich zu erinnern, dass du schuldunfähig bist, weil du nicht mehr sozusagen die gleichen Werte sozusagen vertreten kannst. Du bist dann deshalb schuldunfähig, weil du eben nicht mehr die gleiche Person in den gleichen Werten bist. So nach dem Motto, wenn du volltrunken bist, kannst den kategorischen Imperativ quasi nicht mehr einhalten. Oder dich auch nicht mal an den erinnern. Genau. So. Und da nimmt er die ethische Komponente herein, um zu begründen quasi, dass du dann nicht mehr sozusagen so handeln kannst, weil du nicht mehr die gleiche Person bist. Das heißt, er nimmt wirklich, verwebt nochmal die Person, also auch die Identität, wirklich mit dieser ethischen Handlungsfähigkeit auch nochmal. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ist auch wieder so kantisch. Hat man ja schon öfter darüber gesprochen, dass Ja. unser Gesetz so kantisch ist, weil was macht den Menschen aus? Die Vernunft. Ja. Er wird ethisch handeln. Aber eben auch das Körperliche. Auch das Körperliche, sonst angenommen, der zweite Zwillingsbruder ist nicht bei dem Spiel, dann würde man ihn ja trotzdem einfach schuldig sprechen, einfach nur weil eine Zeugin bezeugen kann, dass sie ihn gesehen hat. Also auch das Körperliche hat dem Recht Relevanz. Hat eben die starke Relevanz, Genau. hat aber, glaube ich, den pragmatischen Grund, weil das Bewusstsein sozusagen nicht zur Identifizierung ausreicht, weil wir ja ganz viele Menschen sind, und der Richter, so wie dein Kumpel sagte, der Richter kennt dich ja nicht. Also die Tochter kann natürlich den Ja, Papa genau. anhand des Bewusstseins identifizieren, ob der so reagiert wie immer, egal wie er ausschaut. Also deine Tochter erkennt dich auch im Körper von mir quasi. Ja. Und der Staat eben nicht, Das weil er Staat dich eben nicht nicht, genau. am Bewusstsein. Und das hat, glaube ich, einen pragmatischen Grund, Genau, warum weil man das einfach braucht. Fremde deine Identität feststellen müssen. Die Zur müssen Hand. das feststellen und das machen sie am einfachsten durch den Personalausweis, wo dein Passfoto drauf ist und du siehst halt genauso aus. Obwohl man das halt Beziehungsweise, auch fälschen kann. Oder auch ja. das Beispiel mit dem Daumen. Auch da könntest du den Daumen abschneiden und dann so simulieren, dass du die Person wirst. Ja, das sind Und ja eben diese perfekten Verbrechensfälle quasi, genau. ne? Da wird Ja. es dann spannend, wo dann halt Identitäten geklaut werden. Man könnte auch den Daumen abschneiden, den eigenen Daumen abschneiden und den fremden Daumen bei sich selber dran nähen. Und mit diesem Daumen, mit dem Fingerabdruck kommt man dann irgendwo rein, weiß nicht, beim FBI. Dann simulierst du den ganzen Tag, dass du diese Person bist. Du übernimmst quasi die Identität. Zumindest die körperliche Identität. Ah, ja, aber wir würden ja sogar sagen, dann würde der Staat ja falsch handeln, und das würde er ja einsehen, wenn er überführt wird. Eigentlich ist der Körper eben nicht entscheidend, er ist nur zur Identitätsfeststellung entscheidend, aber nicht für die wahre Identität. Wobei ja doch auch das erste Kriterium, auch bei John Locke, und dem würde ich ja auch zustimmen, sind ja kontinuierliche Vitalfunktionen. Also die biologische Lebensfähigkeit des Körpers ist erstmal das erste Kriterium. Das ist erstmal eigentlich das Wichtigste. Wenn der Körper gar nicht da wäre, dann gäbe es ja auch gar keine Identität. Ja, aber das ist quasi der Unterschied zwischen Identifizierung und der wahren Identität. Das ist nochmal ein bisschen anders. Der Ja, Staat genau. hat das Problem der Identifizierung. Das ist nochmal ein Ja. bisschen anderes Problem als das Kriterium zu finden, ist es eine Identität oder nicht, quasi, oder noch die gleiche. Es ist Ja. halt eine andere Sichtweise, genau. Aber so sehen ja auch Mead und Rogers, auch die haben ja irgendwie so eine äußere Sichtweise. Und sie haben wahrscheinlich durch irgendwie Studien versucht, eine Theorie aufzustellen, aber sie wissen ja auch nicht genau, wie sich Identität ja quasi festlegen lässt. Auch das sind ja quasi nur Mutmaßungen, die natürlich intuitiv sind und wir würden da wahrscheinlich auch vielem zustimmen. Aber das ist ja auch nur eine äußere Perspektive auf andere Identitäten sozusagen. Wie halt Leute zu einer Identität kommen. Es ist eine beschreibende Genau, wie sich Zone, Identität ab wann entwickelt, die ja. sich als Identität begreifen. Genau. Und da, um nochmal den Bogen zu spannen, brauchst du für die Kontinuität des Bewusstseins brauchst du sicherlich auch irgendwie die Sprache. Ja, na klar, das ist da
Auf jeden Fall ist Das das absolut Wichtigste. Deswegen würde man auch, wenn man mich dann, angenommen, ich hätte ein großes Yannick-Kostüm an, wenn man mich dann vor den Zeugenstand holen würde, spätestens da würde man dann einfach anhand der Sprache und anhand des Sprachmusters erkennen, dass ich es bin, ja. Und das ist ja eine absolut innere Bewusstseinssphäre, in der wir uns dann da aufhalten. Ja, also wenn wir dann zurückblicken, bei Meet und Rogers hatten wir eben diese Identitätsentwicklung durch das I und das Me. Das war total spannend. Und jetzt bei John Locke hat man die Bewusstseinskontinuität, also eine mentale Identität und im Juristischen eher die körperliche Identität. Aber wir haben auch irgendwie festgestellt, dass beides seine Schwierigkeiten hat, aber beides eben auch hinreichend auf jeden Fall als Bedingung gelten muss für die Identität. Also das Innere und das Äußere ist beides hinreichend wichtig für die Identität, aber nicht notwendig, weil es immer Fälle gibt, wo beide, ja, Identitätskriterien irgendwie durchfallen. Ob das dann Demenzkranke sind oder Alkohol oder Zwillingsbrüder oder abgeschnittene Daumen. Irgendwo funktioniert das immer nicht. Also das ist so wie so ein spannender philosophischer Fall. Man versucht irgendwie Kriterien zu finden, dann findet man wieder Spezialfälle, wo diese Kriterien nicht gelten und am Ende kommt man raus. Ja, es gibt eigentlich kein notwendiges Kriterium, aber zumindest hinreichende. Damit kann man dann zumindest auch juristisch arbeiten und das zumindest juristisch irgendwie erklären. Aber es bleibt halt auch einfach eine offene Frage. Während Mead und Rogers ja eben eine andere Perspektive wählen und versuchen, die Identitätsentwicklung des Subjektes irgendwie festzulegen. Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob nicht doch das Bewusstsein die notwendige Bedingung ist. Das würde ich nochmal zur Frage stellen. Da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, ob man die nicht dann doch heranziehen kann. Aber da hatten wir ja eben den Grenzfall der Demenz und das ist auch schwierig. Aber da Genau, das glaube ist dann ich, auf kann jeden man Fall eben, moralisch schwierig, ja. Und ja. kommt da auch wieder darauf an, wie man Person definiert und wie man Mensch definiert und wo man dann auch da wieder die Grenze zieht, ab wann denn eine Unterbrechung der Bewusstseinskontinuität dazu führt, dass man nicht mehr die gleiche Person ist. Ja, oder wie weit die Erinnerungsbrücke reichen Genau, darf. wie lange das reichen darf, ja, wenn ich mich 5 Tage am Stück betrinke, besinnungslos, dann ist es wahrscheinlich auch schon eine zu lange Erinnerungsbrücke. Also es wird dann auch irgendwann schwierig, das festzustellen. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, diese Kontinuität, wenn die gegeben ist, dann Das ist ist man. notwendig. Das ist, glaube ich, halt notwendig. Die muss gegeben sein. Hast du recht. Ja, genau. Also da haben wir zumindest eine moralische Schwierigkeit. Aber für die Identität ist es vielleicht trotzdem ein notwendiges Kriterium, um eben die Identität zu generieren. Genau, das wäre halt Part 1. Genau, dass Auf man jeden das auf Fall. jeden Fall benötigt. Punkt, Wer ja. weiß, welche Gedankenexperimente morgen auf dem Spielplatz noch in den Kopf kommen, um dir das wiederum zu widerlegen. Ja, ist auch spät. Aber vielleicht fällt euch ja auch noch was dazu ein. Also das ist eben so, wir diskutieren ja auch und Genau, ja, und werden wir uns da auch denken an. ja auch zusammen. So, kurze Abschlussfrage oder Abschlussaufgabe und dann Abschlusszitat heute von dir, Janik. Also Abschlussaufgabe, ich hatte ja schon erzählt, nächstes Mal Sprechakttheorie. Einfach nur die Aufgabe, überleg mal, was man mit Sprache noch alles tun kann. Man kann ja eben nicht nur einfach Behauptungen aufstellen und den Wahrheitswert überprüfen, sondern was kann man denn noch so mit Sprache machen? Welche Tätigkeiten würden euch denn einfallen, die sofort mit Sprache in Verbindung stehen? Das ist nur eine ganz, ganz kurze Denkaufgabe noch. Jetzt zum Abschluss, Yannick von mir schon mal. Liebe Grüße, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, von mir das Abschlusszitat heute von Carl Rogers, um die Brücke auch der Folgen zu schlagen, Folge 1 und Folge 2 und hier aus dem Buch Eine Theorie der Psychotherapie der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen. Dies ist aus unserer Sicht die grundlegende Entfremdung des Menschen. Er ist nicht er selbst. Er ist seine natürlichen organismischen Bewertungen der Erfahrungen untreu. Nur um sich die positive Beachtung der anderen zu erhalten, verfälscht er einige wertvolle Erfahrungen und nimmt sie lediglich auf der Ebene der Bewertung anderer wahr. Jedoch ist dies keine bewusste Entscheidung, sondern eine natürliche, ja tragische Entwicklung während der Kindheit. Ja, ich finde das eine spannende Beschreibung und hoffe, dass diese Worte euch gut aus diesem Podcast geleiten können. Tschüss von meiner Seite.